Willkommen zurück. Nächstes Projekt, Handbremse. Aber zuerst, ich habe ja jetzt gerade mal ein neues Intro vorweggeschaltet. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet. Die meisten werden wissen, was das Original ist. Egal. So, es geht darum, wir müssen die Handbremse tauschen. Was heißt, wir müssen jetzt sofern, beziehungsweise jetzt, wo wir da vernünftig rankommen, weil man muss diese ganze Arbeit machen mit Getriebe ausbauen, um die Handbremse zu tauschen. Das hier ist der Handbremshebel. Hier drin ist dieser Bremsautomat und dann sind da zwei Bremsscheiben drin und eine Gegenscheibe und so weiter und so fort. Zeige ich euch gleich. Aber es ist ein bisschen Schrauberei. Die Allradkupplung muss runter, glaube ich. Nee, muss nicht runter. Die kann sitzen bleiben, aber... Obwohl... Nee, die muss auch runter, weil da hinten ein Schutzblech dran ist. Die muss auch mit ab. Nützt alles nichts. Geht alles im Gesamten runter. Das ist die Eingangswelle vom Powershift-Getriebe. Das hier ist die Übertragung für das Allrad. Ne? Hier wird dann auch die Voreilung erzeugt, sagen wir es mal so. Ne? Und ihr hört es, das schleift ein bisschen. Der Schutz ist bei dem zerlegenden Betrieb, also der Betrieb, der den Schlepper zerlegt hat, etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf jeden Fall will ich das jetzt hier alles machen. Was mir noch aufgefallen ist, das hier ist ja die Getriebeölpumpe und auch gleichzeitig der Durchtrieb für die Zapfwelle. Hier kann ich das ganz entspannt von Hand drehen. Bei dem alten Getriebe kann ich das nur mit einer Zange drehen, weil das alles fest ist. Ebenso auch das hier konnte ich bei dem alten Getriebe nicht von Hand drehen. Das ist alles fest, alles kaputt. Gut, auf jeden Fall geht das jetzt los, dass wir das hier mal zerlegen. Gut, also Schutz ist jetzt ab. Als nächstes lösen wir das Zahnrad hier. Schmeiße ich mir hier ein Steckschlüssel zwischen. Und dann kann man das gut lösen. Es ist auch nicht so fest, dass man da Angst haben muss. Und schrauben. So, die Schraube ist eingeklebt, kleben wir natürlich nachher auch wieder ein. Was man jetzt noch wissen muss ist, hier sind Ausgleichsscheiben drauf. Ihr könnt das sehen, ja, hier sind Ausgleichsscheiben und hier hängt auch noch eine drin. Wie gesagt, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass die nicht rausfallen oder dass man die verliert. Weil damit wird nämlich nachher auch das Lagerspiel quasi eingestellt. So, jetzt ist es so, dass wir schläften. Der Schutz ist auch so krumm. Jawohl, besser. Jetzt schnappen wir uns eine Sägeringzange. Der ist auch nicht so schlimm. Auch hier sind einige Ausgleichsscheiben drauf. In dem Fall sind es hier tatsächlich nur zwei, aber das langt ja auch. Und die Lager sind nicht aufgepresst oder so, die sitzen hier lose drauf. Das wird auch in der Betriebsanleitung genau so beschrieben. Und dann muss man sich hier so eine Position suchen, dass man das hier super runterkriegt. So. War jetzt Zufall, dass das so einfach runterging. So, das Zahnrad kann man dann auch einfach runterziehen. Und hier hinten drinne. Das ist quasi der Mitnehmer für die Bremsscheiben, den auch raus. Jetzt geht es darum, da ist eine Schraube, hier unten ist eine Schraube und hier ist eine Schraube. Die müssen auch los. So, Wespe hier, machen Abgang. Ach Kollege, ich habe keine Lust auf dich. Flieg doch weg.
Hier gibt's nichts, außer Öl. Hier gibt's nichts zu fressen, nichts. In dem Fall. Die hier muss gelöst werden. Ich habe mir extra noch so einen gekrüpften Schlüssel für gekauft. Weil mit was anderem kam ich hier nicht ran. So, einmal eine Mutti. Ich mache die Teile natürlich alle vorher hier noch sauber, bevor ich die wieder aufbaue. Deswegen kann ich mir die jetzt auch eben einfach auf den Bogen stellen, wa? Kennt vielleicht ja den Spruch, reicht nicht des Schlossers Kraft, er sich einen Hebel schafft. Sind im Übrigen Schlüsselweite 24, die großen hier. Die beiden kleinen sind 18 mm und die hier ist 19 mm. So, Kollege, lass mal los jetzt hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt, dass hier ein Farbunterschied ist. Ich hoffe, ich versuche das mal rein zu zoomen, dann könnt ihr das vielleicht erkennen. Und zwar ist das eine Folge von mit angezogener Handbremse gefahren. Deswegen immer wichtig, Handbremse lösen. Und wenn die Anzeige nicht geht, das Ganze wieder instand setzen. Weil am Ende kostet das unnötig viel Geld. Das ist hier, das sind so Stifte mit Splinten gesichert. Ich hoffe, dass ich noch vor dem Maisende fertig kriegt den Trecker. Und wenn das so weitergeht, ist Mitte September hier der Mais ab. Oder beziehungsweise geht die Maisende hier los. Das sieht hier überall nicht gut aus. Gut, dann Achtung, laut. Und jetzt kann man dieses Ganze mehr oder weniger im Gesamten hier so runterhebeln. So, ein bisschen aufpassen. Drin könnte das auch scharfkantig sein. So. Was jetzt noch wichtig zu wissen ist, zwischen dem A-Rad-Gehäuse, zwischen dem Gehäuse und dem Gehäuse hier liegt noch eine Ausgleichsscheibe. Die muss dann natürlich auch wieder rein. So, und das hier ist eine der Handbremsscheiben. Handbremsautomat. Und noch so eine Bremsscheibe. Zwei Stück von drin. Huch. Die besagte Ausgleichsscheibe. So. Und das ist diese Gegenscheibe. Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen, wie blau die ist? Ist auch richtig eingelaufen schon. Hier ist auch richtig Ölkohle drauf. Also die ist richtig, richtig, richtig heiß geworden. Auf jeden Fall, ich kann das euch nochmal vom Alten zeigen. Also der Bremsautomat ist noch stärker verschlissen. Jetzt richtig hier eine richtige Kante. Und ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Die ist nicht mehr flach, die Scheibe, die ist so richtig gebogen. Auch total eingelaufen. Auch hier total heiß geworden.
Die hier ist jetzt noch tatsächlich gar nicht so sehr verbogen an der Stelle. Hat aber auch schon so einen, ja, so einen leichten Bogen, ne? Jetzt geht's los, dass wir es fertig machen. Und zwar brauchen wir dafür folgende Artikel. Zweimal die Bremsscheibe. Das ist die 240-30-8869. Dann brauchen wir die Gegenscheibe. Das ist die 240-353-974. Und den Bremsautomaten 717-02072. Ich habe es jetzt sauber gemacht. Jetzt geht es daran, das zusammenzubauen. Wir brauchen die Bremsscheiben. Wir brauchen dann einmal den Bremsautomaten. Wie gesagt, in meinem Fall mache ich den jetzt neu. Dann noch so eine Bremsscheibe und die Scheibe. Aber das können wir erstmal beiseite legen. Das können wir gleich noch aufsetzen. Und zwar, hatte ich ja eben gesagt, hier ist ja diese Scheibe und die beiden Gehäuse sind ja zusammen. Und zwar muss man die jetzt zusammen orientieren hier. Und dann wird das vorab mit dieser Passhülse hier verbunden. Solltet ihr unbedingt so machen, weil ansonsten quält ihr euch. Ich habe das nämlich im ersten Versuch versucht, hier auf den Bolzen alles zusammenzuschieben und das funktioniert nicht. An der Stelle kommt jetzt natürlich nochmal die Bremsscheibe und die packe ich mir hier oben einfach fix rein. Dann werdet ihr wieder positioniert auf da und dann können wir das jetzt hier anstecken. Stecken. So, jetzt lege ich die Scheibe hier rein, die Scheiben. So. Jetzt müsste das hier eigentlich fast bis vorrutschen. Hervorragend. Das ist doch cool. Dann und das hier schon mal ein bisschen vorziehen. Natürlich immer darauf achten, dass hier auch Freigängigkeit gewährleistet ist. Bei sowas, wenn man irgendwas vorsichtig vorziehen will, auf gar keinen Fall irgendwie einen Schlagschrauber oder langen Hebel nutzen, weil man spürt damit einfach die Kraft teilweise nicht, wie viel man dann aufbringen muss, um etwas irgendwo vorzuziehen, ja, oder ob irgendwas anfängt hakelig zu werden oder. Natürlich gucken, ist das auch lose, weil das muss ja natürlich lose sein, sonst
löst ja die Handbremse nicht. Das wäre ja blöd. So, das passt auch. Hervorragend. Tip top. Ja. Die Schrauben hier, die drei, bekommen 110 Newtonmeter. Die drei hier unten, das ist M16, die bekommen 265 Newtonmeter. Was ich schon gemacht habe, ist den hier wieder eingebaut und die Sprengringe hier richtig hingebogen. Also das hat deutlich weniger Spiel als vorher. Und jetzt geht es darum, dass wir die Zahnräder hier auch wieder einbauen. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es sehen, kleiner Abstand, großer Abstand. Der große Abstand stand nach vorne. Also was zerlegt. Ach so, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Den habe ich schon hier reingefummelt. Das ging aber so bescheiden, dass ich den jetzt nicht wieder rausziehen wollte. Das geht nicht so gut, sagen wir es mal so. Aber der ist jetzt drinne, beide Scheiben da drauf. Dann das Zahnrad da drauf. Dann die Schraube mit Scheibe hier. Und da sind so Ausgleichsscheiben drin. Das ist halt wegen der, na sag schon, Vorspannung für das Lager, was da ganz hinter liegt. Hier war auch Schraubensicherung dran. Dann machen wir dann natürlich auch, muss das auch aufmachen, dann geht das auch besser. Vorgezogen. Das Zahnrad selber ist ja auch groß und klein. Also hier, das ist das große Zahnrad, das ist das kleine Zahnrad. Das Lager habe ich hier schon mal aufgetüdelt. Und dann müssen wir das jetzt hier mal so rauffuddeln. Ich habe doch gerade gehört, dass das irgendwo hier im Schutz steht. Dann müssen da wieder die Ausgleichsscheiben bei. Ausgleichsscheiben drauf und dann ein Sicherungsring drauf. Aber viel Spiel. Ich packe jetzt hier noch eine hinter. Das Zahnrad nämlich tatsächlich auch noch so einen ganz kleinen Moment nach vorne könnte. So finde ich das jetzt gut. Passt. Gut, dann brauchen wir jetzt ja nur noch den Schutz da anbauen. Jetzt muss der Schutz hier ran. Hervorragend. Hier schleift nichts mehr. Genau so möchte ich das haben. Und zwar Thematik Handbremse zusammenbauen oder erneuern. Tatsächlich gar nicht so aufwendig. Ich habe jetzt, Stunde 20 an Videomaterial. Ich denke, wenn man das mal schon mal gemacht hat,
dann lässt sich theoretisch diese ganze Geschichte hier in 20 Minuten, eine halbe Stunde erledigen. Nur das hier vor Ort. Ohne, dass man irgendwas einstellen muss oder sonst irgendwas. Ne? Auf jeden Fall ist das so viel Videomaterial. Eigentlich wollte ich gezeigt haben Handbremse und Betriebsbremse. Aber das ist zu viel Videomaterial für ein Video. Das wird mir dann zu lang. Deswegen gibt es jetzt einmal Handbremse und das nächste Video ist dann Betriebsbremse und wahrscheinlich Achsschenkel anbauen. Also bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. It's all about humanity.